Panzerspähwagen brausen über die fertiggestellten Brücken, über die Marne der Infanterie nach, um wieder die Spitze zu übernehmen. Generalleutnant Ritter von Speck, der in den weiteren Kämpfen gefallen ist. Diese Pontonbrücke trägt selbst schwerste Panzer. Und wieder Frankreichs Kulturträger. Die Reihe der Panzerkampfwagen reißt nicht ab. In vielen Kämpfen erprobt, fahren sie neuen Kämpfen entgegen.